Moin und willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist PaddyXLP, heute mal wieder eine Folge Let's Make a Me. Und zwar hatte Fluffy mich über Discord gefragt, Paddy, probier doch mal Gabriel Rice slash Reaper als Me. Also sprich, ist das wohl so ein Skin bei Overwatch? Ich habe Overwatch jetzt schon eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Und ihr seht das Bild oben links, ich habe mich da mal rangemacht, ich habe den Me vorhin geübt und ich war in der Probe erstaunlich zufrieden mit dem Me. Und ich werde ihn jetzt nochmal versuchen, so nachzubauen, wie ich ihn eben in der Probe gemacht habe. Zum einen hat er ja eine Mütze auf, die und die in Schwarz. Also eigentlich eher in Grau. So dunkelgrau, aber da es dunkelgrau nicht gibt, kann ich mich ja eigentlich nur zwischen Schwarz oder Weiß entscheiden. Und ich finde, da es so dunkel ist, passt dann eher Schwarz. So, dann wollen wir nochmal gucken. Frisurtechnisch würde ich ihm diese Haarfarbe geben. Wobei die ist eigentlich auch ganz gut. Ach, ich lasse es mal bei der Farbe. Dann hat er ja einen Bart. So, und da hatte ich in der Probe voll die Probleme mit dem Bart, den so zu machen, dass er mir gefällt. Und zwar habe ich den und dann diesen Oberlippenbart genommen. So, jetzt sieht es natürlich noch gar nicht so genau aus wie auf dem Bild. Dann macht man den hier halt so ein bisschen größer. Bleibt doch mal gerade stehen, Mensch. Mobbt mich der Mi. So, machen wir das mal ein bisschen höher. Nee, das ist zu groß. Oder doch ein Stück runter. So. Oh Mann, der Mie, der will nicht so, wie ich will. Das ist natürlich jetzt super. Das war eben nämlich nicht so. So. Mundtechnisch würde ich auch nochmal abändern. Ich habe in der Probe, ich kann jetzt mal zeigen, welchen Mund ich genommen habe. In der Probe habe ich diesen Mund genommen. Den finde ich eigentlich auch soweit ganz in Ordnung. So würde ich das dann auch lassen. Als Nase, der hat ja wirklich eine relativ große Nase, würde ich aber trotzdem diese hier nehmen. Stück höher machen und größer. Auf jeden Fall. So groß. Hatte ich die in der Probe auch so groß? Ah, es geht. Ungefähr so. Augen hatte ich in der Probe. Ich sage jetzt immer in der Probe, weil ich den Mii, wie gesagt, vorgeübt habe. Ich will euch da immer auch nicht zu lange mit den Folgen nerven, aber ich wiederhole mich da auch fast in jeder Folge. Deswegen nimmt es mir nicht übel. So. Das mache ich aber trotzdem ein bisschen flacher. So. Und Augenbrauen hatte ich. Wo sind die denn? Ach, scheiße. Das war falsch. Die hier genommen. Genau. Die passe ich dann einmal an. Mach sie auch einmal weit auseinander. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Stück höher oder nö, eigentlich so kann es bleiben. Stück größer, auf gar keinen Fall. So, vielleicht noch ein Stück dünner. Ja, so sieht es doch gut aus. Finde ich schade, dass man den Bart immer nicht so ein bisschen zurecht machen kann. Aber an sich gefällt mir der Miso. Also so hatte ich ihn auch in der Probe gehabt. Fluffy, so wäre jetzt dieser Gabriel Rice, sage ich jetzt mal, für mich. Ich kann es ja gerne in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Und ja, gut. Das würde ich dann jetzt auch so lassen. Ich ziehe mal eine graue Hose an. Ich weiß nicht, welche Hosenfarbe der anhat, aber ich denke mal garantiert nicht dieses ekelhafte Braun. Heute ist der 28.04. Und den Mii nenne ich denn Gabriel. Schön verschrieben. Komm, geh zurück. Ah ja, Gabriel. Ich nenne ihn einfach Gabriel. Ja, ich nenne ihn Gabriel. Passt schon. So. Okay. Speichern. Speichern. Also so würde der Mii. So finde ich den Mii eigentlich ganz gut gelungen. Wenn ich mir das Bild oben links angucke und den Mii, bin ich zufrieden mit. Ja, wenn du was anders gemacht hättest, schreib es lieb gerne in die Kommentare. Und ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt. Bis dahin, alles erdenklich Gute. Ciao, ciao, euer PaddyXTA.